Moin YouTube, liebe Messerfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mal kurz über ein Phänomen sprechen, das ich immer wieder erlebe, wenn es darum geht, meine Sammlung zu verkleinern. Das mache ich ja normalerweise so etwa zweimal im Jahr. Dann hole ich mir alle Messer zusammen, lege sie vor mich auf einen Tisch und gehe dann wirklich durch und überlege mir, welches Messer ich in den zurückliegenden Monaten kaum noch benutzt habe, welches mir auch gegenüber anderen nicht mehr ganz so gut gefällt und sortiere so ein bisschen aus. Meistens endet es dabei, dass die Hälfte der Messer, die ich ausgesucht habe, doch wieder zurück auf ihre angestammten Plätze wandern, sei es nun in der Vitrine oder bei mir in der Wohnung an die Plätze, wo ich meine Messer normalerweise verstaue oder liegen habe, weil ich dann im letzten Moment dann doch nicht sagen kann, okay, ihr müsst jetzt gehen. Aber selbst bei Messern, die ich nun aussortiert habe und die ich auch schon im Verkauf hatte, sei es nun über meine MSV-Videos, also die Messerschussverkauf-Videos, die ich auf YouTube veröffentliche, oder Messer, die ich in diversen Messermärkten auf Facebook angeboten habe. Selbst da passiert es mir eben, dass ich im Nachhinein dann doch wieder so eine engere Beziehung aufbaue und die Messer dann doch wieder aus dem Verkauf herausziehe. Und das Ganze ist mir jetzt neulich erst wieder bei diesem Modell hier passiert. Dabei handelt es sich um das Böker Merlin, ein Messer, das in der Zusammenarbeit eines Solinger Messermachers und Industriellen entstanden ist, dem Wilfried Gorski, eines seiner berühmtesten Modelle, das Merlin. Böker bietet es inzwischen auch in verschiedensten Versionen an, bis hin zu einer komplett Titan-Version, bis auf die Klinge natürlich, aber wo der Griff eben aus Titan ist, schöne Fräsungen im Griff. Dann gibt es es mit verschiedenen Holzeinlagen, mit Damastklinge und so weiter und so fort. Allerdings ruft Böker für dieses Messer einen inzwischen doch recht stolzen Preis auf. Zurzeit im Böker-Katalog wird die Normalversion, so wie ich sie hier habe, für knappe 250 Euro angeboten. Ob es das Messer wirklich wert ist, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren. Denn verglichen mit anderen Messern auf dem Markt in ähnlichen Preisregionen mag der ein oder andere hier doch seine Zweifel haben, speziell an diesem normalen Modell, das eben Stahlgriffe und eine Klinge aus einem auch nicht besonders hervorragenden Stahl, nämlich nur dem N690, also sozusagen dem neuen 440C besitzt. Ja, und ich bin an das Messer gekommen, da war ich bei mir im Messerladen, wollte mir eigentlich ein anderes Messer kaufen und bin dann halt über dieses Messer gestolpert, kam mit dem Verkäufer so ein bisschen ins Gespräch. Wir konnten uns dann auf einen Preis einigen, der zwar immer noch hoch war in meinen Augen, aber mit dem ich leben konnte. Und als ich das dann mit nach Hause genommen habe, setzte natürlich wie immer so ein bisschen diese Honeymoon-Phase ein, also die Flitterwochen. Da trägt man das Messer natürlich täglich mit sich rum und macht Fotos davon und findet es einfach ganz toll. Aber irgendwann kommt dann so der Moment, wo das Ganze dann abflaut und dieses Messer kriegte dann seinen Platz bei mir in der Vitrine und lag dort monatelang, wenn nicht gar das ganze Jahr oder sogar noch länger, fast unangetastet, weil ich immer andere Messer gefunden habe, die ich dann lieber in die Tasche steckte, weil sie besser passten, weil sie mir halt in dem Moment besser gefielen. Ja, und dann kam halt der Moment, wo ich dieses Messer hier aussortiert habe und auch bei mir in meinem letzten Messerschussverkaufsvideo zum Kauf angeboten habe. Allerdings
könnt ihr euch vorstellen, wollte ich natürlich dieses Messer hier nicht verschenken oder zu einem Ramschpreis rausgeben. Ich habe dann schon einen guten Preis aufgerufen, der zwar immer noch unter dem lag, was ich selber bezahlt habe für das Messer, aber doch noch recht ordentlich war für so ein gebrauchtes Messer, auch wenn es nicht verbraucht ist. Ich habe es schon einige Male getragen und da das Ganze hier über polierte Edelstahlgriffe verfügt, mag da auch der ein oder andere Kratzer sichtbar sein. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch ein sehr schönes Messer. Naja, wie dem auch sei, es fand sich aber zu dem von mir aufgerufenen Preis kein Käufer. Und ich habe es dann noch bei Facebook in die Messermärkte reingesetzt und auch da war die Reaktion eher verhalten. Naja, und irgendwann habe ich dann die Messer, die ich halt schon so aussortiert hatte und die nicht verkauft worden sind, nochmal so durchgeguckt. Und als ich das dann in der Hand hatte, habe ich ein bisschen mit rumgespielt, wie man das dann halt so macht, ne? Die Klinge auf und wieder zugemacht. Das funktioniert hier bei dem Merlin übrigens, wie ihr seht, ganz hervorragend. 42A hin oder her. Das Messer ist offiziell 42A konform, aber wie ihr sehen könnt, besitzt es doch für ein 42A konformes Messer einen gewissen Spielspaß. Und daran hat das Verriegelungssystem, das hier von Wilfried Gorski entwickelt worden ist, einen recht hohen Anteil. Ähnlich wie bei einem Paramilitary 2 oder bei den Axis-Lock-Modellen von Benchmade kann man hier mit Spaß haben, indem man die Verriegelung öffnet und die Klinge einfach aufschleudert. Das funktioniert dann ohne Kamera und dem Stativ hier vor meiner Hand sicherlich besser als jetzt, aber ich persönlich mache es einfach so, dass ich das mit zwei Fingern öffne und dann halt die Klinge wieder fallen lasse. Alles super toll. Ja, und was soll ich sagen? Als ich dann damit rumgespielt habe, habe ich dann klammheimlich gesagt, okay, wenn das halt keiner haben will, dann wandert es eben wieder zurück zu mir in die Sammlung. Ein bisschen panisch war ich schon fast, als sich der Wolfgang H. bei mir gemeldet hatte und fragte, ob denn dieses Messer immer noch verfügbar sei. Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, ist schon noch da. Und aber weißt du, guck dir das lieber erstmal an. Und dann habe ich ihm das zur Ansicht zugeschickt. Ich hatte immer so gedacht, wenn er jetzt sagt, ja, toll, nehme ich, dann hätte es mir wirklich schon ein bisschen leid getan. Auch wenn das Geld natürlich den Schmerz ein bisschen gelindert hätte. Aber ich habe dieses Messer jetzt in den letzten Wochen immer häufiger mal wieder in der Hand und auch häufiger mal wieder in der EDC-Rotation gehabt. Und ich finde es einfach ein wunderschönes Messer. Ein Messer, das in Solingen gebaut worden ist. Ein Messer, das von einem deutschen Designer und Messermacher entworfen worden ist. Es hat für mich immer noch eine sehr gute EDC-Größe. Wie ihr seht, passt es in meine Hand mit der Handschuhgröße 9 sehr gut rein. Es liegt auch sehr gut in der Hand. Die Klinge ist sehr tauglich. Die Klingenform gefällt mir. Der Hohlschliff lässt die Klinge sehr gut schneiden. Und wie gesagt, der Spielspaß hier ist auch gegeben. Mich würde jetzt interessieren, ob es euch genauso geht. Habt ihr also auch Messer, die ihr eigentlich schon wieder verkaufen wolltet und dann doch noch behalten habt? Wenn das so ist, dann schreibt es mir doch in die Kommentare und vielleicht fühlt ihr euch sogar berufen, ein eigenes Video zu machen und mir euer Messer vorzustellen, das ihr dann doch nicht verkaufen konntet. Das soll es gewesen sein für diese kleine Wiedervorstellung meines Böker Merlins. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es bei mir heißt, Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss.